Hier ist uns aus Erlangen Steven. Bühne frei und Applaus aus dem Saal für Steven. Ja, wunderschönen guten Abend. Schön, dass ich heute hier sein darf. Ja, ich bin tatsächlich so ein bisschen aufgeregt heute mal wieder. Ganz andere Atmosphäre, ganz neuer Text, schwieriges Thema, aber kriegen wir hin. Ich habe mich tatsächlich im Vorfeld, wir haben da so eine Liste bekommen mit Themenvorschlägen und da war ein bisschen was drin gestanden und da habe ich, habe ich einen Monitor, da sehe ich, dass meine Mütze nicht sitzt. Das ist natürlich nicht gut, die muss ich erst richten. Ich soll ja auch hier, okay, und da habe ich mich für das Thema Gerechtigkeit entschieden und habe gedacht, ich widme mich mal diesem Thema und umfahre so das ganz harte Zeug, dem sich jetzt der Michel ja auch schon gewidmet hat. Deswegen mache ich mal so ein Randthema von dem Ganzen, so ein Randaspekt von dem ganzen Thema Nürnberger Prozesse. Und habe mich für diesen Text entschieden und er trägt den Titel Kartoffelspaghetti. In einer guten alten Tradition von mir, dass ich meinen Texten immer Namen von Lebensmitteln gebe. Und er geht ungefähr folgendermaßen. Gerechtigkeit ist eine tolle Sache. Letztens hat mir einer beim Autofahren die Vorfahrt genommen und wurde dann mit ungefähr 80 in der 30er-Zone geblitzt. Fand ich gerecht. Noch gerechter fand ich, dass mich der Typ so quasi vor dem Blitzer gewarnt hat, sodass ich von meinen 80 km/h ein bisschen runterschalten konnte. Gerechtigkeit ist eine tolle Sache. Aber Gerechtigkeit ist auch manchmal komisch. Als Mann kann man sich beispielsweise völlig zu Recht ungerecht für seine Arbeit entlohnt fühlen, während eine Frau, die denselben Job genauso gut macht, es zumindest schon mal als gerecht empfände, wenn sie das gleiche Gehalt für dieselbe Arbeit kriegen würde, wie der sich zu Recht unterbezahlt fühlende Mann. Der war sehr lang, der Satz. Ich kann ihn auch nochmal vorlesen. Der hat, glaube ich, 50 Wörter. Ich lese ihn einfach nochmal, dann verstehe ich ihn selber auch. Als Mann kann man sich beispielsweise völlig zu Recht ungerecht für seine Arbeit entlohnt fühlen, während eine Frau, die denselben Job genauso gut macht, es zumindest schon mal als gerecht empfände, wenn sie das gleiche Gehalt für dieselbe Arbeit kriegen würde, wie der sich zu Recht unterbezahlt fühlende Mann. Ja, das kann man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Was mich zum wichtigsten Punkt des Abends führt, die Welt ist halt ungerecht. Ist ja kein Geheimnis. Nehmen wir mal mich als Beispiel. Ich verdiene nicht genauso viel Geld im Jahr wie Lionel Messi. Nein, obwohl ich genauso alt und größer bin. Wo ist da die Verhältnismäßigkeit? Mich fragt die Bundesregierung in der Corona-Krise nicht um Rat, obwohl ich auch was studiert habe. Und ich fahre vom fränkischen Bumslam zum fränkischen Bumslam und verliere gefühlt jede Woche gegen Maron Fuchs, während Oliver Pocher, Mario Barth und Kristall eine gemeinsame Show auf RTL kriegen. Wenn das nicht ungerecht ist. Wie ungerecht die Welt wirklich ist, kann man im Internet vor allem immer dann lesen, wenn es mal wieder um was geht. Also um irgendwas. Ganz egal was. Wenn Menschen für Menschen Moria spenden, kommen von irgendwo andere Menschen daher, die fragen, und was ist mit den Obdachlosen? Wann spendet man mal für die? Wenn Leute auf Balkonen für Menschen in systemrelevanten Berufen klatschen, heißt es, und was ist mit den Künstlern und Gastronomen? Wer klatscht für die? Und wenn die Zahlen der täglichen Corona-Toten veröffentlicht werden, heißt es, und die täglichen Hungertoten in Afrika? Die interessieren wohl niemanden, oder was? Vielen Menschen scheinen die alltäglichen Ungerechtigkeiten dieser Welt vor allem dann aufzufallen, wenn sie von den nicht ganz so alltäglichen Neuigkeiten in ihrem Feed genervt sind. Und ich finde, das kann ja nicht so weitergehen. Es heißt ja auch immer, man muss sich Sorgen und Wünsche der Leute ernst nehmen. Also habe ich das mal zu Ende gedacht und bin darauf gekommen, wenn das den Leuten so wichtig ist, dann muss das auch angesprochen werden. Und dann muss man die Themen eben immer wieder aufnehmen, in die Berichterstattung und in jeden einzelnen Post. In dem Bericht der Zeitung sollte es in Zukunft also nicht nur heißen, Gaststätte zum Mohrenkopf, Doppelpunkt, Besitzer denkt an Namensänderung, sondern Gaststätte zum Mohrenkopf, Doppelpunkt, Besitzer denkt an Namensänderung, während der vierjährige Luca aus der Pinguingruppe von anderen Kindern als Kartoffel bezeichnet wurde. Und wenn Christina das nächste Mal ein Selfie von sich und ihren Spaghetti in Walnuss-Salbei-Sahnesoße auf Instagram postet, sollte es also nicht nur heißen, ich und meine perfekten Spaghetti, sondern ich und meine perfekten Spaghetti, während gerade in Afrika ein Kind an Hunger stirbt. Klingt erstmal befremdlich, aber wenn man sich darauf einlässt, freuen sich am Ende alle. Der Whataboutismus-Mob, weil man das Thema angesprochen hat, und Christina, weil sie so irgendwas wie Demut bewiesen hat.
Ist das zynisch? Ja, ist es. Aber Menschen auf Social Media haben eben insgesamt ein bisschen ein komisches Verständnis davon, was Gerechtigkeit ist und wie man mit Ungerechtigkeiten umgeht. Glaubt man Facebook- und Instagram-Kommentatoren, wäre es gerecht, jemanden, der im Sommer seinen Hund im aufgeheizten Auto vergessen hat, als Strafe selbst in ein aufgeheiztes Auto zu setzen. Natürlich in dem vollen Wissen, dass er das nicht überleben würde. Demonstranten, die auf Polizisten Steine werfen, sollte man selbst öffentlich steinigen dürfen. Und was man mit Menschen machen sollte, die noch schwerere Verbrechen begingen, ja, das will ich hier gar nicht vorlesen. Und das Schlimme daran, als reflexartige Gedanken sind diese Kommentare sogar irgendwie nachvollziehbar. Auge im Auge, ein uraltes Prinzip. Es ist doch ein ganz normaler menschlicher Reflex zu denken, dass jemand, der jemanden einen reingehauen hat, es verdient, dass irgendjemanden ihm nur auch einen ordentlich einen reinzimmert. Dass dieses Konzept aber irgendwie an seine Grenzen kommt, merkt man spätestens dann, wenn man sich fragt, wie sähe dann die gerechte Strafe für gemeinschaftlich organisierten industriellen Massenmord aus? Was wäre dabei rausgekommen, wenn nicht ein ordentliches Gericht, sondern ein Facebook-Mob über die Angeklagten entschieden hätte? Ehrlich, ich will es gar nicht wissen. Ich finde, wenn man so darüber nachdenkt, wird die damalige Leistung erst so richtig verständlich. Wie einfach wäre es gewesen, Selbstjustiz zu üben? Aber damals hat die Besonnenheit über die Selbstjustiz gesiegt. In dem vollen Wissen, dass es eine wirklich gerechte Strafe für die Angeklagten eigentlich gar nicht geben kann. Und das ist eben auch so ein Ding mit der Gerechtigkeit. Es gibt Menschen, die tun anderen Menschen so unvorstellbares Unrecht an, da gibt es keine gerechte Strafe dafür. Da hat die Gerechtigkeit ihre Grenzen erreicht. Unrecht, das ist so manifestiert in der Welt, dass es eben leider alltäglich geworden ist. Und ja, natürlich interessieren mich die Ungerechtigkeiten dieser Welt. Denn dann denke ich daran, dass ich weiß bin und männlich und in Deutschland lebe und wahrscheinlich so ungefähr eine grobe Ahnung davon habe, was Gerechtigkeit bedeuten kann, aber ganz bestimmt keine Ahnung davon, wie sich systematische Ungerechtigkeit anfühlen muss. Aber was soll ich machen? Alle Ungerechtigkeiten dieser Welt gleichzeitig bekämpfen? Selbst Batman hat sich erstmal nur um Gotham gekümmert. Und jetzt denken sich alle, hat er sich gerade mit Batman? Ja, hat er. Aber wenn man sich so in der Welt umschaut, gibt es eben verdammt viele Batmans da draußen, die versuchen, die Welt ein kleines bisschen gerechter zu machen. Es sind halt leider immer noch nicht genug. Vielen Dank.